Na gut. Joa. Also ich würde jetzt sagen, ein Kapitelchen wäre noch drin erstmal. Dann haben wir auch schon wieder über 4 Stunden, nee, über 3 Stunden gespielt. Und dann können wir eine Pause machen, das Fnatic-Spiel gucken. Lieber an dir. Jo, ich übergebe mich auch mal gleich. Ich weiß aber gerade echt nicht, wen ich schlimmer finden soll. Den König oder die Königin da. Also diese Beide sind Kellene. komisch. Beide sind wirklich sehr. Beide sind komisch. Hat ja fast schon so Lannister-Style, Alter. Die königliche Familie von Viran gleicht einem Drama über Macht, Liebe und Hass. Game of Thrones. Sag ja, Lannister. Eddiewood findet sich schnell inmitten der internen Auseinandersetzung wieder. Er wird ausgeschickt, den Familienschatz der Königsfamilie zu finden. Das Fire Emblem. Oh, Title Drop! Es wurde aus der Gruft des Palastes entwendet. Warum bewahrt man eigentlich Schätze in einer Gruft auf? Ich verstehe es nicht. Eliwood betritt den Königspalast, um nach Hinweisen zu fahnden. Das ist doch wieder eine Falle, oder? Bestimmt, unabhängig. So. Ah ja, stimmt hier, der Linus, der will uns ja auch noch. Also nicht leid, das Leute, Leute und uns noch als Genau. Leder. So, unerfülltes Herz. Endlich sind wir angekommen. Ich kann nicht glauben, dass man in diesen Bergen einen Palast erbaut hat. Viran ist das einzige Land auf dem gesamten Kontinent, in dem immer noch Wyvern frei fliegen können. Aufgrund seiner Wyvernritter kann ich mir gut vorstellen, dass dieses Schloss über die beste Verteidigung weit und breit verfügt. Dem stimme ich zu. Seht euch nur den Pfad an, der an der Bergfront hinaufführt. Es wäre unmöglich, ihn im Zuge eines direkten Angriffes zu erklimmen. Verteidiger an höheren Standorten hätten einen klaren Vorteil. Selbst die besten Soldaten könnten mit Leichtigkeit außer Gefecht gesetzt werden. Seht euch das an. Sie haben keine Speer positioniert. Sie müssen großes Vertrauen in ihre Verteidigung haben. Seht euch doch nur die Umgebung an. Wahrscheinlich reichen ein paar wenige Patrouillen im Schloss selbst. Das mächtige Biran. Ich möchte dieses Land nicht zum Feind haben. Und doch wurde aus dieser uneinnehmbaren Festung ein Schatz gestohlen. Vielleicht steckt wirklich der König selbst hinter all dem. Es ist nur schwer vorstellbar, ein Dieb könnte Birans Verteidigung überwinden. Da habt ihr recht. Warum sollte der König so etwas tun wollen? Um das Fire Emblem zu finden, brauchen wir Hinweise. Hört zu, wollen wir versuchen, uns ins Schloss zu schleichen? Darauf habe ich nur gewartet. Ich mag eure Art zu denken. Was auch immer geschehen mag, man darf uns nicht gefangen nehmen. Wenn die Situation unmöglich erscheint, dreht um und kehrt hierher zurück. Verstanden. Selbstverständlich. Das ist eine Parkanlage? Psst, da kommt jemand. Hier entlang. Hier, ins Dickicht mit uns. Bruder, hallo Sephiel. Ah, Guinevere. Geht es dir gut? Ja, es geht mir gut. Aber kannst du mich nicht jeden Tag besuchen? Dann würde es mir sogar noch besser gehen. Viel, viel besser. Jeden Tag? Nun, das ist sehr oft, aber ich werde vorbeikommen, so oft ich es vermag. Alles nur dir zuliebe, kleine Schwester. Juhu! Guinevere? Guinevere, wo bist du, Mädchen? Ich weiß nicht, wer da spricht. Es ist Paul. Es ist Vater. Hier bin ich, Vater. Willkommen zu Hause. Ah, da bist du ja. Warst du auch ein braves Mädchen, während ich fort war? Komm, gib deinem Vater einen Kuss. Du bist wie immer bezaubernd. Gut gesprochen, Vater. Zephyr. Du hast denselben unangenehmen Ton in deiner Stimme wie deine Mutter. Was? Schweig. Was bringt dich in mein Schloss? Ah, ja, Murdoch. Ja, Milord. Wir waren vorhin im Wald und haben gejagt. Wir fanden dies hier und ich dachte, es könnte Guinevere gefallen. Oh, ein Fuchsbaby. Wie süß. Oh, wie süß es ist. Ich mag Guinevere jetzt schon. Ist es für mich? Wirklich? Gefällt es dir? Oh ja, und wie? Vielen Dank. Ich hab dich lieb, Bruder. Guinevere, geh doch bitte ein Weilchen spielen. Gerne. Komm, gehen wir, du kleiner süßer Fuchs. Süßer kleiner Fuchs, bitte.
Ich sagte dir, dass du dich vom Schloss fernhalten sollst. Ja, ich weiß, ich bitte darum um Verzeihung. Ich hörte, dass Guinevere krank sei und daher war ich in Sorge. Ha, wohl eher wolltest du dich vergewissern, ob sie im Sterben liegt. Vater... Verzeiht eure Majestät das. Hüte deine Zunge, Murdoch. Vergiss nicht, wem du dienst. Dem König von Biran. Schon in Ordnung, Murdoch. Vater, niemals möchte ich erleben, dass Guinevere Leid zu... Du und deine Mutter denkt doch nur daran, meinen Thron zu stehlen. Ihr quält mich. Kehre zum Freihaus zurück. Wie ihr wünscht. Ich, wenn ihr mich entschuldigt, Vater... Das ist ein ziemlicher Affe, der König. Ja, schon zu mir, Mogul. Egal, wie oft ich ihn warne, immer kommt er zurück. Warum ist es so, dass allein sein Anblick meine Geduld auf die Probe stellt? Er ist wahrlich von meinem Fleisch und Blut, aber dennoch. Es ist Eifersucht, mein König. Hä? Wer ist da? Ich bin es, Sonja. Ihr... Nun... Ist das Emblem in Sicherheit? Ja, es befindet sich in meinem Besitz. Alles läuft nach unserem Plan. Zwar ist es unwahrscheinlich, aber die Königin könnte versuchen, das Emblem zurückzuerlangen. Seid ihr darauf vorbereitet? Ich werde nicht versagen. Es befindet sich an einem geheimen Ort in der Festung der Black Fang. Verbergt es bis zum Sonnenuntergang des 10. Tages, dann gibt es mir wieder. Wie ihr wünscht, euer Gnaden. Und was meine anderen Aufträge betrifft? Einer der Vorfangs wird sich darum kümmern. Es wird keine Fehler geben. Aber da ich noch General Murdoch, der Mann, der den Prinzen beschützt. Er ist jung, doch genießt er hohes Ansehen. Sollen wir ihn auch aus dem Weg schaffen? Murdoch. Er ist von niederer Herkunft. Trotzdem hat ihn sein Kampfgeschick den Titel eines Wyvern-Generals eingebracht. Es wäre ein schwerer Schlag, würde Biran ihn verlieren. Ich werde mir etwas einfallen lassen, um ihn von Zephils Seite zu bringen. Wird das reichen? Ja, es wäre eine große Hilfe. Wartet. Was? Was ist los? Ich fühle jemanden. Wo? Vater, Bruder, wo seid ihr? Sorgt euch nicht, es ist nur meine Tochter. Natürlich. Natürlich ist es. Vergesst nicht die Rolle der Black Fang, nachdem wir Erfolg hatten. Selbstverständlich nicht. Und jetzt geht. Rasch. Leb wohl. Juhu. Zephyr, dieser Fuchs, er... Hm? Wo ist mein Bruder? Er hatte noch etwas zu erledigen und ist wieder gegangen. Oh nein. Nein, nein, nein. Ich wollte doch noch mit ihm spielen. Komm, Guinevere. Ich werde mit dir spielen. Nein, ich will mit ihm spielen, nicht mit dir. Ich gehe und rufe ihn zurück. Hier, passt du auf meinen Fuchs auf. Tu dem Tier nichts an, sonst tu ich dir was an. Wache, zu mir. Ja, mein Lord. Nimm diese Bestie und töte sie. Alles klar. Lass Guinevere nicht erfahren, was du tust. Verstanden. Zephyr, du Schurke. Du versuchst mir die Liebe meiner Guinevere zu stehlen. Du wirst noch lernen, wo du hingehörst. Warum läuft der Typ eigentlich nicht bei RTL? Das war knapp. Ich hatte Angst, sie würden uns finden. Es ist noch schlimmer, als ich es befürchtet hatte. Die Blackfang haben den König bereits umgarnt. Ihre Pläne für Lysia sind gescheitert. Und nun nehmen sie Biran ins Visier. Wenn ein so mächtiges Land wie Biran ins Feld zieht... steht für den Frieden keine Hoffnung mehr. Was Nigel begehrt, ist mächtige Quintessenz. Und er ruft die Drachen zurück. Ist es sein Wunsch, die Welt im Chaos versinken zu lassen? Was auch immer sein Plan sein mag, er muss unbedingt vereitelt werden. Genau. Finden wir das Fire Emblem und geben es der Königin zurück. Wenn uns dies gelingt, wird sie uns den Weg zum Stein der Siegel weisen. Wenn wir zur Festung der Blackfang zurückkehren wollen... Das ist unser Ziel. Ich muss mich mit den anderen treffen und die Festung ausfindig machen. Ob es Aliwood und den anderen wohl gut ergangen ist? Bitte, Ninian. Sie sind fort.
Seit sie fort sind, hast du von nichts anderem mehr gesprochen. Ich verstehe ja deine Sorge um Lord Elliwood, aber... Nils, ich... Du musst von mir nichts verbergen. Aber du darfst dich auf keinen Fall in ihn verlieben. Das weißt du. Wir sind anders als sie. Ich weiß, aber ich kann nicht. Ich... Ninian, wohin gehst du? Ich brauche Zeit, um nachzudenken. Darf ich bitte kurz alleine sein? Ninian. Wir sollten uns beeilen und uns wieder den anderen anschließen. Oh nein, seht doch. Das ist ein Würmer. Ein Würmer? Sie kommt näher. Ob sie uns gesehen hat? Nein, nicht wir sind es, die sie gesehen hat. Es ist Nils. Fuck. Nein, ich bin dran, das heißt vorwärts. Hector! Was? Fuck. Verstanden. Ah, wer seid ihr? Ach, du Heiliger. Hellgrünes Haar, blutrote Augen. Es besteht kein Zweifel. Du bist eines von Lord Nashels verloren gegangenen Spielzeugen. Ja, endlich habe ich dich gefunden. Was seid ihr? Warum kann ich euch nicht fühlen? Was ist mit deiner Leibwache geschehen? Ich hörte, sie sei stark. Das wollte ich gerne mit eigenen Augen sehen. Nun, du bist ja hier. Also kann sie nicht so weit weg sein, hm? Komm schon, Jungs. Ach, verdammte Axt, ich bin jetzt auch gerade so blöd zum Lesen. Kommt schon, Junge. Schrei. Ruf deine Freunde herbei. Ich bin des Wartens müde. Ich bin nicht für meine Geduld bekannt. Ich bin es, nach der ihr sucht. Lasst den Jungen frei. Ihr seid gekommen. Darauf habe ich mich gefreut. Gefreut? Was meint ihr damit? Gefreut auf die Chance, euch zu zerquetschen. Und danach werde ich die Kinder Lord Nigel übergeben. Nigel? Ihr seid also einer seiner Jagdhunde, nicht wahr? Von euresgleichen lasse ich mich nicht als Hund bezeichnen. Wohl wahr, wir haben einen Vertrag mit dem Blackfang, aber treu bin ich nur einem Meister, der auf Birans Thron sitzt. Warum also verrichtest du dann die Arbeit für die Black? Genug geredet, fangen wir endlich an. Schon lange dürstet es mich danach, mit jemandem meine Kraft zu messen. Lasst mich dies nicht zu schnell zu Ende gehen. Ich möchte es genießen. Hört mir alle zu. Zeit zum Spielen. Kommt hervor, zeigt euch. Der Palast hat versprochen, sich aus dieser Angelegenheit herauszuhalten. Seid so wild, wie es euch beliebt. Muba, unsere Verbündeten haben sich verteilt, um nicht entdeckt zu werden. Dies gereicht uns nicht zum Vorteil. Wir müssen uns schnell sammeln. Gut. So. Ja. Ziel dieses Kapitels, überlebe. Und das Erste, was wir machen, wir haben noch ein bisschen was. Also es ist aufgefallen, die Florina, ne, die hat hier noch Items, die ich vergessen habe zu verkaufen. Das meine ich mal eben. So, 10.000 noch dazu, 5.000, nice. So, Dann ist gut. Die junge Dame hat ein bisschen wenig Crit-Chance. Also wollten wir ihr ganz gerne ein bisschen was erhöhen. Und das, warte mal, haben wir überhaupt so ein Luck-Item? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß es gerade auch nicht. Okay, haben wir glaube ich sogar gar nicht. Wir haben einmal Energiering, Geheimbücher für Fähigkeit und Göttin. Ach nee, Göttin war das, was hier... Stimmt, ich dachte, wir hätten Engelsruhm, aber das ist ja Göttin. Okay. Können wir ja gerne geben, weil das ist noch eine Chance. Ist gut. Weil wir haben uns einfach halt leider damit konfrontieren müssen, dass unser Lager voll war. Haben yep. Während dem Trainieren ein bisschen was verkauft. Und wollen jetzt das auch noch verbrauchen, damit es einfach nicht das Lager so... Okay, sie braucht gar keine 2, 1 sollte reichen. Also 20 im Glück ist schon ordentlich. Mm. Aber Fähigkeit werde ich ihr noch geben. Das ist nicht verkehrt. Erstmal legen wir das zurück. Das kann sich gleich ein anderer nehmen. Ein Geheimbuch mitnehmen. Und dann braucht sie noch eine neue Stahllanze und noch einen neuen Langspeer. Genau. Wie steht es dann wieder? Was haben wir noch? Speer, Panzerbrecher und Kurzspeer. Ja, ich denke,
Okay, das reicht erstmal, was sie da hat. Mhm. Wobei, hatte ich nicht noch einen Drakospeer? Du hast die Engelsrobe. Das geben wir mal direkt hier rein. Mhm. Dankeschön. So, Ninjan hat 4. Geiz ist geil, ist uninteressant. Okay. Okay, der hat auf jeden Fall noch. Der hat noch ein Wasserhebel. Ja, und Luna. Ja, gut. Warte mal, das können wir verkaufen. Kanas hat auch noch zu viel, was jetzt kommen soll, eigentlich. Wobei, ich lasse es erstmal da, sonst ist das Lager wieder zu voll. Ah, stimmt. Ne, okay. Na gut, habe ich mich getäuscht. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Sie kommt damit, denke ich mal, ganz gut zurecht. So, verwenden. Das Geheimbuch noch. Jetzt hat sie auch eine bessere Hitwahrscheinlichkeit. Mhm. So, wen wollten wir noch verbessern? Also ich würde von der Fähigkeit, ich würde es gerne Heath geben. Ja, ja, also er hat es ziemlich nötig. Trefferwahrscheinlichkeit ist der Junge nicht so gut drin. Deswegen ein Geheimbuch wäre mal nicht schlecht. Sollte ich mal ein bisschen bilden. So. Sehr schön. So, dann wem könnten wir nochmal Verteidigung? Hier Rat hat, glaube ich, nicht so viel Verteidigung, ne? Verteidigung 11. Ja. Das ist nicht viel. Ja, aber es kommt mit der Resistenz, das ist schon okay. Hm. Der hat nur 7 beispielsweise. Dorcas ist verteidigungsmäßig auch gut, obwohl er ist unsere Frontline. Also, wenn der noch ein bisschen mehr Verteidigung hat, wäre das gar nicht mehr so verkehrt. Ja, ich denke auch. Da gebe ich halt lieber Dorcas, wenn ich ehrlich sein darf. Mhm. Ich meine, viel KP-Punkte, Kraftpunkte zu haben, ist schön und gut, aber was bringt es dir, wenn du das, wenn du keine Verteidigung dafür hast oder keine Resistenzen dafür hast? Deswegen ist es eigentlich ein guter Move. Stärke ist übrigens schon gekappt bei ihm. Der Dude ist halt auf brachiale Gewalt durch und durch. Yep. Sieht man auch an seinem Blick. Der pure Terror. Der pure Hass. So. Wurfball und. Ach komm, du kriegst mal einen Krieg. Gegen was war nochmal die Helbarde? Gegen Brittner. Gegen Brittner nicht, wir haben. Aber eine Wirren Axt? Nee, haben wir auch nicht. Ne? Na, haben wir nicht. Wir haben nur das Schwert, diesen Wirren. Das wollte ich ja noch Lin geben. Mhm. Wird sie wahrscheinlich gut in diesem Chapter gebrauchen können. Oh, ich sehe gerade, wir müssen das doch nochmal zusammen suchen. Geben. Ich glaube, dann lasse ich die Kriegerangst jetzt nochmal drin. Der hat nämlich kein Heilmittel. Mm. Das sollte er doch mitnehmen. Als Frontliner auf jeden Fall wichtig. So, Hectorius ist auch noch gut ausgestattet. Ja, also damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Er braucht auch nichts weiter. Mhm. Lin bräuchte noch ein Stahlschwert. Ach ja, warte mal, das hatte, glaube ich, einer, ne? Das habe ich einem gegeben, weil sie ja das Erdsiegel hochgebracht hat. Wem habe ich denn das gegeben? Kennt ihr mich? Nee, eigentlich nicht. Das war weiter unten. Also, okay. Nee, Quatsch, das könnte Geiz gewesen sein. Ja. Ja. Aber ja, es sind nur noch 9, also ich werde es rüber tauschen, aber verkaufen. Ja, mhm. Das ist jetzt gerade also ein bisschen umständlich, das tut mir auch leid. Aber. Irgendwo Ordnung muss sein. Richtig. Du willst ja auch deinen Wirrern Döder geben. Ja, ich sag mal, da werde ich versuchen, jetzt im nächsten Chapter den Schnitter ein bisschen zu verbrauchen. Ja. Wobei eigentlich. Lanzenmeister rein, dann machen wir das so. So, Lin ist auffällig. Oswin. Kurzbogen schweigen kann er aus seinem Inventar. Ja, der Kurzbogen, raus. Den muss er wieder tauschen. Der war von Bart gewesen. Okay. Ja, ich musste das wegmachen, damit das Orion-Siegel reinkommt. Schweigen kann gleich Priscilla mitnehmen. Äh.
So, wieso hast du zwei Heilmittel? Du hast gerade das Heilmittel mit Priscilla getauscht. Ups, ich wollte den Dings aufladen. Da habe ich mich verklickt. Nein. So, jetzt aber. Nee, Moment. Maximale Verwirrung. Entschuldigung, ich bin etwas unkonzentriert. Dido. Weil es wird dann nach längeren Sessions wird es auch schon etwas anstrengend. Ich habe zweite Nacht in Folge nicht so viel gepennt. Mhm. Weil langsam geht der Urlaub zur Neige und wir müssen noch ein bisschen vorproduzieren. Das stimmt. So, du nimmst mit von der Lanze, ja, Langspeer nimmst du mit. Und dann nimmst du noch eine Stahlachs mit. Mhm. Hä? Jetzt habe ich zwei, das wollte ich nicht. Und zur Sicherung im Hofball. Ja. Gut, ist auch. Obwohl Eisenlanze, ja, passt eigentlich auch. Kann auch erstmal verbrauchen. Wobei, du hast recht, wir haben genug Stahllanzen eingekauft. Aber kann er denn schon eine Stahllanze nehmen? Ich glaube. Er müsste, weil Lanze ist ja wie seine Starting Weapon gewesen. Ja, nehmen, ja, kann er. Easy. So, Dorcas. Ja. Der ist noch gut dabei. Ja. Erk. Dem sieht es auch noch gut aus. Er hat ja jetzt auch eine Heilung mit. Scylla sieht gut aus. Wobei, das Feuer hält nicht mehr so lange an. Ja gut, aber ich würde es da verbrauchen, auf jeden Fall reicht. Florina. Heilmittel. Sollte sie mitnehmen. Sonst reicht das eigentlich, was sie hat. Stahlschwert kann sie nicht benutzen. Mhm. Gut. Weil. Die KP sind auch noch nicht. So, Wrath. Ist auch fit. Heath. Hat irgendjemand noch ein Eisenschwert, was er ihm geben könnte? Er kann er jetzt auch Schwerter benutzen. Lone hat noch eins. Er kann noch Stahlschwerter benutzen. Okay. Nee, hier kann er es nicht. Nee, wie heißt es? Stahlschwerter, das, du hast ja bei Legor geguckt. Das bedeutet, wie heißt es? Ja, sagt er noch was von. Er kann es nicht benutzen. Brauche noch ein Eisenschwert. Jetzt ärgert mich das natürlich, dass ich es gerade verkauft habe. Matthew hat noch eins. Matthew werden wir wahrscheinlich in der Map nicht brauchen. Also das Eisenschwert kannst du ja ihm eigentlich lieber tauschen. Problem gelöst. Yep. So. Und Kent. Ja, Kent müssen wir mal wieder ein bisschen ausrüsten. Das stimmt. So, du kannst erstmal das Heilmittel verkaufen. Dann nimmst du ein frisches mit. Und. Ja, warte mal. Schwert braucht er wieder eins. Das Langschwert war ja seins. Mhm. Gegen Botten einhalten. Jetzt ist die Frage, ein Langspeer oder eine normale Axt? Hat einen Wurfball, also es reicht. Ich werde ihm erstmal soweit nichts mehr mitgeben. Mhm. So, Dart ist auch noch gut dabei, also Einheiten wählen. So, 15. Wir müssen unsere drei Lords mitnehmen. Ach du Scheiße. Ist halt die Frage, ob wir wirklich alle mitnehmen wollen oder ob wir auf die ein oder andere Einheit verzichten wollen. Wir können es ja mal machen und dann gucken, wie weit wir kommen. Mhm. Ich fühle mich auch unwohl, Dart hier mitzunehmen, ehrlich gesagt. Aber er muss andererseits auch ein bisschen nachtrainieren. Ich nehme dann nochmal Markus mit, dass wir hinten jemanden stehen haben. Mhm. Und Sarah. Weil because of reasons. Nee, warte, Quatsch. Was mache ich da?
Wer hat das? Kann das, genau. Gehen wir in den Flieger rüber. Hier verlangt. So, jetzt speichern wir mal. So. Die drei sind hier. Ich frage mich jetzt, wo zum Fick gleich unser Zelt spawnt. Ich kann mir oben rechts gut vorstellen. Was aber gefährlich sein wird, weil also das muss dann halt wirklich von den drei noch gut bewacht werden. Gegner würden von überall her einfallen. Also möglich ist es, dass sie von überall einfallen. Safe-Step machen. Und dann geht's los. Jo, auf jeden Fall gut luck. Mal gucken, mehr ja, wo bist du? Wir werden auch helfen. Sagt uns, was wir tun sollen. Auch ihr, Lady Louise? Selbstverständlich. Kein Grund zur Sorge. Ich verstehe es, mit einem Bogen umzugehen. Diese wirren Ritter aus Biran werden es bereuen, auf sie zu treffen. Trotz allem, was ihr denken mögt, kann ich wesentlich besser schießen als tanzen oder singen. Ich glaube, ich kann euch zumindest ein wenig unterstützen. Ich verstehe. Danke für eure Hilfe. Okay, sie so Schnupper. Lasst mich euch dies geben. Es ist von Lord Arthos. Ein Himmelssiegel. Es enthüllt versteckte Kräfte. Zwar nützt es nur einigen wenigen Auserwählten, aber... Es scheint von Mysterien umgeben zu sein. Denkt ihr, dass ihr es nutzen könnt? Nein, an mir löst es keine Veränderung aus. Wartet auf den richtigen Zeitpunkt und lasst es die anderen beiden versuchen. Es mag jetzt vielleicht nicht funktionieren, aber ich bin mir sicher, dass ihr alle es ab einem gewissen Zeitpunkt nutzen könnt. Versucht es einfach weiter. Ich verstehe. Vielen Dank. Okay. Ja. Ihr seid Muba, nicht wahr? Ja. Bitte vergesst meinen Titel und meine Position in meinem Land. Ihr seid unser Stratege und ich folge eurem Befehl. Nun denn, ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit. Ich hoffe, dass du nicht stirbst. So, da haben wir Wyvern. Hier haben wir Überlebende. Aus Arsenal. Ja, ich habe gerade auf falsche Dinge geguckt. Ist nicht schlecht. Wir haben gerade ein bisschen was gelehrt aus unserer Fonds. So, da ist es. Es ist natürlich genau in der Mitte gespawnt. Ach, leck mich doch. Da haben wir sogar ein Dörfchen. Einfach bipsch, da muss ich auch so bald wie möglich mal hinfliegen. Ja, da stehen drei Bogenschützen. Also vorsichtig. Ja. Jetzt zwei oder drei? Ich sehe es kurz. Drei Stück. Drei. Ja, ich würde gerne versuchen, sie zu pullen. Gucken wir mal gleich, wie wir dazu regeln können. So. Elliwood, wir haben uns ja mal informiert, kann das storytechnisch gerade nicht machen. Mit dem Erdsiegel, Himmelssiegel, weil er quasi das storybedingt später machen wird. Genau. Deswegen, wenn du nichts dagegen hast, würde ich das ganz gerne. Das ist kein Problem. Ich werfe auch dafür. Nicht wegwerfen. Bitte nicht. Alles das schön. So, und jetzt unsere erste Unit, unser erster Charakter, mit dem wir ins Spiel gezogen sind, endlich. Ja, da ist. Endlich. Hat sie die Promotion. Endlich ein erster promoteter Lord. Meister. Ach, interessant, in der deutschen Version heißt es Meister. Why not? Wir können jetzt Bögen benutzen. Leider haben wir keinen dabei. Ja. Na, du hast unten einen Sniper, die könnte dir den Bogen geben. Ich weiß nicht, ob ich den Bogen benutzen kann. Obwohl. Der hat wahrscheinlich einen höheren, also höher gelevelten Bogen. Kann ich mir vorstellen, dass du das erstmal noch nicht tun kannst. So, wir müssen auf jeden Fall erstmal Merlinus beschützen. So. Das wird wichtig sein. Genau. Ich glaube, um die da oben sollten sich eigentlich unsere drei Lords kümmern können. Sollten sie. Ich möchte euch nur hier mal ein bisschen. Wo du kannst. Das Wort fällt.
Die hat einen Silberbogen. Der ist dezent etwas zu hoch für Lindes, geht yep. davon aus. Aber sie drücken. Ja gut, der steht halt auf dem Berg. Der ist halt. Aber 63%. Also von zweimal an Treffern hätte sie eigentlich schon mindestens einmal treffen sollen. Du hast ein Purgativ! Wo sind die? Ja, du kannst KP von entfernten Leuten. Also. So, Hey Doc, könnt ihr noch einen Wurfbeil anwerfen? Und ich zuerst so. Ah ne, das kann er nicht. Ich glaube, kann sich mal hier hinstellen. Wartet. Aber du könntest ihn mit deinem Wurfball angreifen. Ich sehe. Weil Dorcas etwas weiter laufen kann, also ich würde Dorcas eigentlich eher hier hinstellen und ihm trotzdem das Wurfball geben. Ja. So, Dorcas, do your Dorcas things. Und du, Langspeer oder Wurfball? Ja, Langspeer ist ineffektiver. Ist ja egal. Wir sind Ausbildung, Widerstand ist zwecklos. What? Und doppeln erstmal. Klar, das ist Nimble Ausbild. Wer kennt den guten Mann nicht? Wrath. Schade, der wird dann auf der linken Seite, der steht gerade bei ein. Er hat halt einen Langbogen, aber der reicht halt nicht so weit rüber. Ja. Du wartest hier. Dies, Okay, die Häuser können wir noch besuchen. Ja. Die sind mir am Anfang gar nicht aufgefallen. Sarah möchte ich eigentlich so schnell wie möglich darüber kriegen. Dart soll auch so schnell wie möglich darüber. Markus ist relativ fix unterwegs und kennt. Nein, ich bin nicht mit. Guck mir das ein. Ich hörte ein paar Geschichten über die Blackfang. Man sagt, in ihren Reihen ist ein Schwertkämpfer, der die fürchterliche Lichtklinge führt. Nein, er ist jetzt nicht hier, aber vielleicht trefft ihr irgendwo auf ihn. Ihr solltet vorsichtig sein. Die Lichtklinge ist ein magisches Schwert. Kommt ihr zu nahe, wird euch die Waffe schneiden. Und aus der Ferne schleudert sie Magie gegen euch. Seid vorsichtig, wenn ihr wisst, dass er auf den Schlachtfeld ist. Tut mir leid, ich hab wieder ein scheißlose Maß. Oder ich müsste mir irgendwas zu trinken holen. So. Trifft er trotzdem nicht. Es ist halt scheiße auf dem Berg. Mhm. Aber so weit. Ah, ne, es wurden ja die zwei neuen Einheiten jetzt introduced von Pent und Luis. Gab ja keine weiteren. Ich frage mich, was mit Nino und Jafar ist. Ich weiß gar nicht, ob man sie überhaupt hier, wie heißt hier in diesem Spiel bekommt. Nee, doch, haben wir ja schon nachgeguckt. Aber die kommen wohl später. Sehr gut, Hilf. Auch dich. Jetzt mal die Scheiße aus dem rausgekriegt. Einfach Langspeer. Yep. Aber ich muss sagen, auf dem Sprite des Wyvern Lords sieht die Lanze schon ziemlich beeindruckend aus. Das stimmt, ja. Natürlich gehst du auf Wrath. Ist Wrath egal, er ist promoted, er sieht ein bisschen was aus. Jetzt so Nahkampf, Crossbow, BUFF! So. Blackfang geht auf Markus. Markus ist scheißegal. Aha. Ach, wunderschön, Leute, die sich mit Hector prügeln wollen. Er freut sich. Dorcas on the way. So ziemlich. du, mein lieber Kent, gehst auf.
dass wir den rausnehmen. Schließ! Mega Ben Zero schlägt wieder zu. Aber es ist echt schön, Kent Promotion zu sehen. Muss man sagen. Ja, das stimmt. Weil er ist mir auch so ans Herz gewachsen, weil er war so die erste berittene Unit. Kennt ihr jemanden namens Muba? Wisst ihr, einst half ich einem erschöpften Reisenden, der sich letztendlich als brillanter Stratege erwies. Okay, wie viele solcher Leute gibt es in diesem Spiel? Ja, aber keine Ahnung. Stets war er für die Soldaten da. Gewann einen Kampf nach dem anderen, ohne Verluste davon zu tragen. Ach, ich frag mich, ob wir ihn wohl jemals wiedersehen werden. Nö. Yeah. Ich stell mich dir den Weg. So, mach. In der letzten kleinen Erklärung kriegt mich nicht. So. Wobei, ich soll jetzt mal weiter hier nach vorne gehen. Was anders. Schließ ihn weg. Das wird böse. Schließ. Wurz. Und nochmal. Nice. Der macht sich unser Jörg. Mhm. Auf jeden Fall eine Einheit, auf die mir sehr gefällt. Der hat sehr schöne Stats, spielt sich sehr schön, also enttäuscht nicht. Wrath kann jetzt auch erstmal schön ballern. Feel the Wrath of Wrath. Aber perfekt, weißt du, so ein Kapitel für ihn. Je mehr Weiber noch zu hey. So. Du gibst Lin erstmal noch was zurück. Nämlich Stempel von Döder. Genau. Weil Lin wird im Endeffekt hier rübergehen und da schließen. Genau.